Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Mein Name ist Ramon Schlembach und in diesem Video lernst du die 5 häufigsten Gründe, warum du eifersüchtig wirst. Als eifersüchtig definieren wir in der Psychologie eine Person, die sich bedroht, vernachlässigt oder betrogen fühlt durch seinen Partner oder seine Partnerin aufgrund einer Beziehung, die sie zu einer anderen Person hat, also einem Rivalen. Und diese Beziehung kann real sein, ja, oder tatsächlich auch nur eingebildet vom eifersüchtigen Partner. Es könnte also sein, dass du auf einer Party bist mit deinem Partner oder deiner Partnerin, du siehst, wie er oder sie lange mit einer Person redet, sie verstehen sich gut, sie lachen zusammen und das kann bei dir Eifersucht auslösen. Genauso gut kann es auch sein, dass dein Partner einen Kollegen oder eine Kollegin auf Arbeit hat, mit dem sie ganz viel zusammenarbeiten müssen und viel Zeit miteinander verbringen und auch das kann Eifersucht auslösen. Wenn das der Fall ist und du wirst eifersüchtig, dann ist in der Regel bei dir ein Motiv bedroht. Ein Motiv ist etwas, nach dem wir streben. Und in diesem Video wirst du jetzt also die 5 häufigsten Eifersuchtsmotive kennenlernen. Wenn die bedroht werden, dann wirst du eifersüchtig. Übrigens, die häufigste Form der Eifersucht ist die sexuelle Eifersucht. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass dein Partner so viel Zeit auf Arbeit verbringt, dass du auf die Arbeit oder auf den Job tatsächlich eifersüchtig bist. Aber die häufigste Form kommt dann auf, wenn dein Partner irgendwie mit einer anderen Person flirtet oder du einfach nur denkst oder siehst, dass jemand anderes deinen Partner anflirtet. Das erste Eifersuchtsmotiv ist unser Streben nach Beziehungserhalt. Wir wollen in der Regel, dass die Beziehung, die wir zu unserem Partner haben, mindestens genauso gut weitergeht oder noch besser in der Zukunft. Und wenn wir sehen, dass unser Partner mit jemand anderem flirtet oder auch nur irgendwie in die Gefahr läuft, dass da irgendwas knistert, dann kann es in uns die Angst auslösen, dass wir unseren Partner und die Beziehung so, wie sie ist, verlieren. Häufig ist es so, dass wir dann eine Rolle, die unser Partner für uns einnimmt, nicht missen wollen. Ist es vielleicht der Ernährer der Familie für uns? Oder ist es auch einfach nur unser engster Vertrauter? Wenn das der Fall ist, dann kann gerade dieses Motiv bei dir angegriffen sein, wenn dein Partner mit einer anderen Person spricht und du das Gefühl hast, da ist doch irgendwas. Das zweite Eifersuchtsmotiv ist unser Streben nach Einzigartigkeit. Wir wollen ganz einfach ausgedrückt nicht ersetzbar sein. Ja, interessanterweise darf unser Partner ganz viele Dinge mit anderen Leuten auch tun. Arbeiten, Sport machen, zum Essen gehen, wie auch immer. Aber es gibt Dinge, da wollen wir, dass der Partner das einzig und allein mit uns macht. Uns lieben, nur mit uns kuscheln, nur mit uns Sex haben, nur mit uns Kinder haben vielleicht. Es gibt also Dinge, da wollen wir nicht teilen. Wir wollen die Nummer 1 Position haben und wir wollen das Gefühl haben, wir sind so wichtig und so einzigartig, dass man uns nicht austauschen kann. Wenn aber nun diese Situation auftritt, dass da jemand anderes kommt, ein sogenannter Rivale, dann kann das bei uns angegriffen sein, dass wir das Gefühl haben, vielleicht verliere ich meine einzigartige Position für meinen Partner. Eifersuchtsmotiv Nummer 3 ist unser Streben nach Zuwendung. Es gibt Beziehungsformen, da ist es gar nicht der größte Fokus, sexuell exklusiv zu sein. Ja, in sogenannten polygamen Beziehungen ist es okay, dass man mit anderen Leuten auf Dates geht oder mit anderen Leuten schläft. Dennoch, oder gerade besonders dann, kann Eifersucht aufkommen. Es kann dann sein, dass du gar keine Angst hast, dass deine Beziehung gar nicht erhalten bleibt, wie beim ersten Eifersuchtsmotiv. Es kann aber sein, dass du dir in diesem Moment gerade wünscht, dass dein Partner Zeit für dich hat, dass du vielleicht jetzt auf einem romantischen Date mit ihm wärst oder einfach nur von deinem Tag erzählen kannst. Also du hättest jetzt gerne die Aufmerksamkeit und die Zuwendung deines Partners und weil du sie nicht bekommst, kann das in dir Eifersucht auslösen. Eifersuchtsmotiv Nummer 4 ist unser Bestreben danach, gebraucht zu werden. Das verbindet sich ganz stark mit unserem Grundbedürfnis nach Bedeutsamkeit. Ja, wir wollen wichtig sein für unseren Partner. Wir wollen, dass unser Partner unsere Liebe braucht, im besten Fall unsere Unterstützung, unsere Anwesenheit und uns einfach aufgrund, wie wir sind als Persönlichkeit und als Mensch. Also wenn du mein Video über die Grundbedürfnisse noch nicht gesehen hast, dann schau dir das jetzt gerne noch an, dann weißt du, wovon ich rede. Eifersuchtsmotiv Nummer 5. Ist das Motiv, was immer durch die Medien geht und uns allem im Kopf steckt. Und zwar der geringe Selbstwert. Wenn du das Gefühl hast, du bist nicht toll, du bist nicht lustig, du bist nicht attraktiv, dann hast du ein hohes Risiko, eifersüchtig zu werden.
Denn Eifersucht ist in der Regel genau deshalb so schmerzhaft und so unangenehm, weil es unsere Aufmerksamkeit auf unsere Schwächen legt. Wenn dann Rivale ist und dein Partner redet mit ihm und fühlt sich gut und lacht dabei, dann kann es sein, dass du denkst, oh Mann, der ist lustiger als ich, der ist attraktiver als ich, der ist erfolgreicher als ich oder fitter als ich, was es auch sei. Du hast dann die Aufmerksamkeit auf deinen Schwächen. Und wenn das zu deinen Ungunsten ausfällt, dieser Vergleich, dann führt es dazu, dass du dich schlecht fühlen kannst und Eifersucht kann aufkommen. Wie du aber hoffentlich jetzt in meinem Video gesehen hast, ist der Selbstwert oder der geringe Selbstwert nicht der einzige Grund, warum wir eifersüchtig werden. Es ist nur einer von mehreren. Also fassen wir nochmal zusammen, was wir in diesem Video gelernt haben. Du wirst eifersüchtig, weil deine Motive angegriffen werden. Und diese Motive sind zum Beispiel Beziehungserhalt, also du möchtest, dass deine Beziehung genauso bleibt oder besser wird wie vorher. Du willst dich einzigartig fühlen. Du willst die Zuneigung deines Partners. Du möchtest gebraucht werden und es kann sein, dass du aufgrund eines geringen Selbstwerts Vergleiche mit deinem Rivalen immer als schlecht für dich ansiehst. Es gibt natürlich noch viele andere Gründe, warum du eifersüchtig werden kannst. Es gibt auch noch andere Eifersuchtsmotive, die erforscht wurden. Aber diese fünf, die du jetzt gelernt hast, sind die, die mir am häufigsten unterkommen. Ich hoffe, dir hat dieses Video geholfen. Wenn ja, dann lass mir gerne einen Daumen hoch da. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere jetzt den Kanal, dann kriegst du Woche für Woche von mir ein neues Video, wie du erfolgreich und harmonisch deine Beziehung führen kannst. Und wenn du Fragen hast oder du hast Themenvorschläge oder du hast gewisse Herausforderungen, die ich mal besprechen sollte, dann schreib das gerne in die Kommentare.